Herzlich willkommen, Leute, zu einem neuen Let's Play. Und zwar Mario Kart Custom Tracks Revolution. Die neuesten Strecken werde ich euch hier präsentieren. Fangen wir an mit dem Bleistiftkampf. Ich bin etwas erkältet, falls ihr es an der Stimme erkennt. Ja, Bleistiftkampf basiert aus vier Loop-Strecken. Red Loop, Green Loop, Blue Loop und Yellow Loop. Muss ich wirklich schon sagen, es sind wirklich enttäuschende Strecken. Also die bislang. Die anderen werden top, aber die sind bislang wirklich enttäuschend. Aber die hier sind ja was für Anfänger, die ersten vier, die ich jetzt präsentiere. Oh ne, Fahrerwechsel natürlich nicht. Bleiben wir bei Daisy. Ich werde immer nur eine Runde präsentieren von der Strecke. Dann seht ihr ja schon, wie sie aussieht. Was auf euch lauert. Daisy bleibt natürlich und weiter geht's mit Green Loop. Unsichtbare Mauern, das kann es auch geben, wenn auf der Strecke. Was ich so auch ein komisch finde, aber naja. So, das ist ein Loop Nummer 2. Kurswechsel. Lulu, Kurs Nummer 3. Los geht's. Zwei Minuten vorbei. So. Aber manche Leute wirklich ideenlos. Das einzige Schöne an den Strecken sind jeweils die Hintergründe. Also zum Fahren sind sie wirklich langweilig. So, und jetzt noch der Blue Yellow Loop. Loopingstrecke, wo ein bisschen ja, interessant ist, aber ich würde sagen, die einzigste schon wieder wegen den Kurven, wow, sind zum Teil schwer zu nehmen. Aber auch hier schon wieder vorbei. Also gut, Leute, dann beende ich den Part an dieser Stelle und mache mit dem nächsten gleich mal weiter. Ciao, Leute, bis dann, euer Patrico 93 King Rico.